herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Emma und ich habe heute eine Rezension zu einem Debütroman für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und zwar geht es um dieses Buch, Was wir dachten, was wir taten, von Lea Lina Oppermann. Ich habe dieses Buch als Leseexemplar bekommen auf dem letzten Stammtisch aus dem Witwer, ich wollte gerade Verlag sagen, aber es ist die Witwer Buchhandlung tatsächlich. Und die hat uns als Bloggergäste, hat sie uns dieses Leseexemplar zur Verfügung gestellt. Wer es haben wollte, konnte sich eins mitnehmen. Und weil es ja eine persönliche Lesung war, konnten wir es direkt signieren lassen. Kurz zu den Daten. Dieses Buch ist erst am 17.07., das entspricht jetzt letzten Monat, am 17.07., letzten Montag, am 17.07.2017 ist es erschienen. Das heißt, ich darf seit Montag offiziell diese Rezension hochladen und deswegen bekommt ihr sie an diesem Samstag. Außerdem besitzt dieses Buch 177 Seiten. Das ist jetzt gar nicht so viel. Die Entstehungsgeschichte darum war aber sehr, sehr interessant. Und wir haben auf der Lesung tatsächlich schon einen Einblick in die ersten 24 Seiten bekommen. Und wie es so auf Lesungen ist, hat die Autorin natürlich auf der miesesten Stelle einfach einen Cut gemacht. Es ist also ein totaler Cliffhanger gewesen, sodass man direkt danach weiter wieder zum Buch greifen wollte, um weiterzulesen. Und ich hatte mit Michelle tatsächlich geplant, das Buch am Abend noch zu beenden. Wir haben es dann beide am nächsten Tag beendet und waren beide schwer begeistert. Kurz ein paar Infos zu Lea Lina Oppermann. Das ist diese junge Dame hier hinten im Buch. Sie ist 1998 geboren worden in Berlin, studiert Sprechkunst und Kommunikationspädagogik. Und das ist natürlich bei ihrer Lesung auf jeden Fall sehr deutlich herausgekommen, dass die junge Frau weiß, wie sie lesen muss. Absolut klasse war das. Ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich erfahren habe, dass diese Autorin jünger ist als ich. Sie ist tatsächlich ganze 3 Jahre jünger. Sie ist 19 Jahre alt. Ich bin 22, sie ist 19. Ich war so, oh mein Gott, aber eine total coole junge Dame. Kann sein, dass es dich verändert. Kann sein, es lässt dich kalt. Kann sein, dass du schon davon gehört hast, im Fernsehen oder in den Schlagzeilen. So viele Reporter, die darüber berichtet haben, Fotos geknipst und mit dem Direktor gesprochen. Wenn ja, vergiss es. Nichts davon ist wahr. Wir werden dir erzählen, was wirklich passiert ist. Wir waren dabei. Das ist jetzt nicht direkt die Inhaltsangabe. Wir haben hier vorne noch einen weiteren Klappentext. Allerdings sträube ich mich so ein bisschen, euch den vorzulesen, da er doch ein bisschen spoilert. Also meiner Meinung nach spoilert der wirklich sehr. Ich habe glücklicherweise diese Inhaltsangabe nicht vorher gelesen, sondern erst im Nachhinein und dachte mir so, okay, da stehen so Infos drin, die erfährt man erst relativ spät. Und das ist bei einem Buch, das nur 177 Seiten hat, leider etwas ungünstig. Das heißt, man wird schon relativ groß gespoilert, sag ich mal. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich euch einfach ein bisschen erzähle, worum es geht. Und zwar kann ich schon mal sagen, Amok-Alarm. Der Amok-Alarm ist ein schwieriges Thema, wie ich finde. Man kann viel daraus machen. Man kann viel mit den Ängsten spielen. Man kann mit Überlegungen kurz vor dem bevorstehenden Tod kann man eben ganz viel verarbeiten und es ist einfach recht schwierig. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich da großartig noch drüber sagen soll. Jeder kann da seine eigenen Gedanken zu machen und ich weiß nicht, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in der Schule sitzt, wenn ihr jetzt noch in dem Alter seid, dass ihr in der Schule sitzt oder in der Uni oder sonst wo und auf einmal kommt folgende Durchsage. Es ist ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem aufgetreten. Bitte bewahren Sie Ruhe. Begeben Sie sich sofort in einen geschlossenen Fachraum und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ich muss gestehen, dass mir gar nicht bewusst war, dass dies eine Amok-Durchsage ist. Dass davon
da bei, über Amok gesprochen wird, über einen Amoklauf oder überhaupt über Amok-Alarm. Ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem kann meiner Meinung nach ziemlich viel sein, aber scheinbar ist dies echt die Durchsage für einen bevorstehenden Amoklauf. Und man hat schon relativ schwierige Sachen zu diesem Thema gehört, also schwierige Zeitungsbeiträge gelesen oder im Radio davon gehört. Und ich muss gestehen, dass ich immer nie genau weiß, wie ich darauf reagieren soll. Also klar, man kann da, also es ist einfach eine schreckliche Geschichte so. Man fühlt sich in der Schule eigentlich sicher und auf einmal kommt irgendwer daher, der einen abknallen will, sag ich mal. Und dann bist du auf einmal nicht mehr sicher. Schule ist eigentlich etwas, ein sicheres Gebäude, in dem du lernen kannst und dann passiert sowas. Ich war immer sehr froh, dass nichts Schlimmeres bei uns, also in meiner Laufzeit, in meiner Schulzeit passiert ist, sag ich mal. Aber es hätte eben auch anders kommen können. Und ja, wobei bei uns glücklicherweise, bei mir in meinem kleinen Städtchen, glücklicherweise nie so ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem aufgetreten ist. Aber bei anderen sieht es eben anders aus. Und Lea-Lina Oppermann hat nach einem selbsterlebten Ereignis, hat sie angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und ich finde, sie hat das sehr cool verarbeitet. Sehr spannend, sehr bisschen thrillermäßig natürlich bei dem Thema und sehr auf den Knackpunkt gebracht. Auf 177 Seiten hat sie 143 Minuten Ereignisse verarbeitet. Ich finde, das ist schon eine gute Leistung und es kann viel passieren in dieser Zeit. Denn letztendlich haben wir diese 143 Minuten erzählt bekommen aus drei verschiedenen Sichten, drei verschiedene Charaktere, die wir jeweils aus den unterschiedlichen Blickwinkeln bekommen. Und sie hat diese verschiedenen Charaktere sehr gut getroffen. Sie hat super gut ihren Schreibstil an die verschiedenen Charaktere angepasst. Und meiner Meinung nach kann die Frau super gut schreiben. Sie hat es auf den Knackpunkt gebracht, sodass man wirklich, wenn man es liest, das Gefühl hat, man hat direkt einen anderen Charakter vor sich. Man hat nicht unbedingt einen anderen Autor vor sich, der Stil ist natürlich ähnlich, aber man merkt sofort beim Lesen, dass es ein anderer Charakter ist. Natürlich erkennt man das nicht nur daran, sondern auch, dass die Überschriften anstelle von Kapiteln quasi immer die Person ist, die jetzt gerade für uns quasi das Geschehen beschaut und beschreibt, sag ich mal. Sodass man natürlich immer den Überblick behalten hat. Und dann hat sie aus diesem schwierigen Thema wirklich was gemacht. Sie hat mit den Ängsten der Charaktere gespielt. Sie hat wirklich diese Angst vor dem Tod nochmal rausgebracht und einfach dieses, ihr sitzt gerade im Matheunterricht, das Wichtigste, was ihr vor euch habt, ist die nächste Matheprüfung und Klausur und welche Note ihr bekommt oder ob ihr heute Abend, was ihr essen wollt. So von einem Schlag auf den anderen ist das einfach nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr die größte Priorität und man merkt einfach, wie egal einem das eigentlich sein kann, weil ganz ehrlich, was ist die nächste Note in deiner Mathe-Klausur, wenn da draußen jemand steht und eine Waffe auf dich richtet? Das Gute ist, dass wir eigentlich im Normalfall nicht darüber nachdenken müssen. Wir können uns mit Luxusproblemen wie eine Mathe-Klausur rumschlagen. Letztendlich sind es irgendwo Luxusprobleme, auch wenn Schule nun... Ja gut, Schule ist Luxus, ja, aber... Versteht ihr, was ich sagen will? Es sind irgendwo Luxusprobleme, dass wir uns um unsere Noten Sorgen machen können, sag ich mal. Auch wenn wir das gerne mal nicht so wahrnehmen, aber wenn dann auf einmal da jemand steht mit einer Waffe, dann ist es halt egal. Dann sind es keine Luxusprobleme eben mehr, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Und ich finde, dieses Buch kann super fesseln. Es ist ein super spannendes, schwieriges Thema, klar. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass es schwierig ist, weil unsere Charaktere alle vor Probleme gestellt werden und mit Ängsten konfrontiert werden und mit sehr dunklen Seiten konfrontiert werden. Aber es fesselt super. Es ist ein super flüssiger Schreibstil. Ich habe abends nicht mehr begonnen, das Buch zu Ende zu lesen, nachdem ich die Lesung gehört habe, sondern am nächsten Morgen. Und dann habe ich es tatsächlich relativ in einem Rutsch durchgelesen. Es sind 177 Seiten, das ist kein Problem, das in einem Rutsch durchzulesen.
Und man hat auch vom Lesen her kein Problem, das in einem Rutsch durchzulesen. Und von daher kann ich es auf jeden Fall super gut bewerten. Also für mich ist es ein absoluter Glücksfall gewesen, dass ich bei dieser Lesung mit dabei war. Ansonsten hätte ich vermutlich nicht zu diesem Buch gegriffen, weil ich dachte, so, ja, 170, also ich, erstmal war es mir vorher gar nicht bekannt, dass es dieses Buch geben wird. Und dann 177 Seiten, ja, Debütroman einer jungen Autorin, ja, vielleicht, aber ich habe so viele andere ungelesene Bücher, warum soll ich das lesen? Wenn ihr vor der gleichen Frage steht, lest es. Es ist nämlich wirklich super geschrieben, der Schreibstil ist absolute Klasse und ich bin froh, dass ich es gelesen habe und dass ich es so schnell durchlesen konnte und dass es mich einfach durch mein Lesejahr begleitet hat. Da bin ich super zufrieden mit. Habe mich sehr dazu gefreut, dass ich es lesen durfte und bin jetzt gerade super happy, dass ich die Rezension dazu aufnehmen kann, dass ich euch die Rezension dann auch veröffentlichen kann. Und ich habe, um dieses Buch weiterlesen zu können, weil ich schon von dem Anfang so gefesselt war, habe ich tatsächlich mein aktuelles Buch vorher pausiert. Das tue ich relativ selten für die Leute, die es nicht wissen. Aber das war für mich dann keine Frage. 177 Seiten dazwischen zu schieben war jetzt nicht das Problem. Von daher, wenn ihr gerne zwischendurch mal schwierige Themen lest und einen super, super tollen Schreibstil dazu haben möchtet, kann ich euch dieses Buch sehr empfehlen. Es ist nun so, ich würde aufgrund der Seitenzahl sagen, das ist ein Buch für zwischendurch. Es ist aber andererseits auch so, dass man das im Endeffekt sacken lassen muss. Man kann nebenbei keine Ablenkungen gebrauchen, man will sich wirklich auf das Buch konzentrieren. Ihr müsst es bewusst lesen. Ihr wollt es dann wahrscheinlich auch bewusst lesen und ihr braucht hinterher die Zeit, um es sacken zu lassen. Darüber müsst ihr euch klar sein. Ansonsten ist es aber ein Buch, das ich euch auf jeden Fall empfehlen kann und auch empfehlen möchte. Ich will mich jetzt nicht auf eine Sternchenzahl festlegen, aber ich denke mal, dass es im Endeffekt doch wirklich bei 5 Sterne rauskommt, weil ich denke, dass diese Debütautorin das einfach verdient hat. Und ich bin sehr gespannt, ob sie noch weitere Bücher rausbringen wird und wenn ja, mit welchen Themen sie uns dann versorgen möchte. Und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Witwer Buchhandlung, dass sie uns dieses Leseexemplar zur Verfügung gestellt hat. Ja, das war meine Rezension zu Was wir dachten, was wir taten. Und jetzt bin ich neugierig. Habt ihr dieses Buch schon gelesen? Wenn ja, was haltet ihr davon? Oder wollt ihr das Buch jetzt unbedingt lesen? Hattet ihr es sowieso in der engeren Auswahl für die nächsten zu lesenden Bücher? Oder liegt es bereits auf eurem Sub? Habt ihr von dem Buch überhaupt schon gehört? Schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Ich bin super gespannt und ich bin sehr, sehr neugierig, wie ihr dieses Buch findet. Einfach, wann es ein Debütroman ist und wann es so ein krasses Thema beinhaltet. Und ja, ansonsten könnt ihr auf dieser Seite gerne noch ein paar andere Videos von mir anschauen, wenn ihr wollt. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann klickt doch gerne hier unten auf das Abo-Button-Ding. Das ist auch ganz kostenlos und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir dabei helft, die 200 Abonnenten zu erreichen. Ja, und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.